So, wir haben das Jahr 1254 und sind in Runde 387. Es ist weiter nichts passiert. Und zwischendurch hatten Bulgarien und der Seldschuken mal Krieg und jetzt versucht Bulgarien hier gegen, hat sich jetzt hier mit den Na, was bist denn du? Abbasiden angelegt, so. Ja, und wir haben uns dem wirtschaftlichen Aufbau gewidmet. Mittlerweile in der Technologie gehören wir zur Weltspitze. Auf Platz 3. Also der Rest. Das sind halt die ganzen Punkte, die ich am Anfang investiert habe in die Technologie. Und mittlerweile baue ich dann auch Bibliotheken, die, nur mal so als Beispiel, wenn ich jetzt hier eine hinbauen würde, eine Bibliothek, bringt dann auch noch einen Bonus auf die Forschung. Gut, das bringt mich auch gleich dazu, wenn man das abschalten könnte, ich wäre echt froh. Da wir eine sehr hohe Zufriedenheit haben, habe ich die Steuern erhöht. Hier liegen wir aktuell auf 10% der Forschung. Da gehe ich mal einen Prozentpunkt runter, weil geht ja auch so. Militär sind wir bei 2%. Ja, und ich wollte ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, um ja hier Iskenderun zu erobern. Das ist ein einzelner Kreuzfahrerstaat, der besteht tatsächlich auch nur aus einer Provinz. Und das können wir auch schön hier von Antalya aus machen. In Antalya. Haben wir ja eine Festung, wo gerade eine Farm fertig wird. Ja, Antalya ist ja eigentlich so ganz gut ausgebaut. Also rekrutieren wir hier mal. Wie viel kann man überhaupt rekrutieren? Rekrutieren wir hier mal 1200 Soldaten. Gucken wir mal, wie weit wir mit denen kommen. Oder machen wir gleich 1500. Was soll's? Ja, wir greifen wieder übers Meer an. Das ist jetzt wieder das Problem, ne? Versuchen wir es mal in zwei Wellen zu machen. Dazu müssen wir jetzt den Kreuzfahrerstaat den Krieg erklären und bewegen. Ne, müssen wir bewegen zumachen. Ich fährt ja erstmal in die Mitte und dann dahin. Bewegen wir mal 1000 Armeen dahin. Wir warten eine Runde ab und dann bewegen wir mal 500 Armeen. In die Richtung. Mal gucken, wie das funktioniert. Oder 501. So. Ja, die sehen die 1000 Armeen kommen, stellen entsprechende Verteidigung auf. Ja, 500, ja, das wird nicht reichen, ne?
Also rekrutieren wir hier. Mal 1200 Armeen. ...180 sind übrig geblieben. Mal gucken, wie lange das durchhalten. Wir müssen ja die höhere wirtschaftliche Kraft haben. Also 1200... wenn es geht, 1202. Also 1201. Bewegen wir dahin. Und rekrutieren nochmal 1000. Die bewegen wir jetzt auch dahin. Jetzt haben wir alle bewegt. Na egal. Rekrutieren wir da mal 5 Armeen nach. Ja, und durch den brachialen Einsatz von Geld und Armeen ist der Kreuzfahrerstaat gefallen. Wir haben jetzt Krieg mit Makuria. Wer ist Makuria? Haben die ein Bündnis? Keine Ahnung, wo Makuria liegt. Bevölkerung, Hauptstadt, Aswan. Ach, da liegen die. Sieht so ein bisschen aus wie die. Wir haben ein bisschen mit dem christlichen Kreuz da drin, mit dem georgischen Kreuz, glaube ich. Ne? Ist das? Es gibt doch in Äthiopien diese Christen. Ja, gucken wir mal, was die machen. Also ich schätze, die stellen die Aktivitäten auch wieder ein. Ne? Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Wir haben hier das Friedensangebot. Friedensverhandlung heißt annektieren. Forderung senden. Und lösen die Armeen auf. Bis auf 50. Wie viel sind denn das? 17 minus 50 sind 32. 33. Zu wenig. Jetzt keine Lust zu rechnen, aber auch kein Taschenrechner greifbar. Wir müssen wieder integrieren. Da schauen wir uns mal mit mehr so ein bisschen an, was wir da überhaupt erbeutet haben. Gibt da nicht so furchtbar viel. Eine Farm hin. Wir sind technologisch wieder weiter. Wir nähern uns der 0,5er Grenze. Damit wären dann auch einige Gebäude wieder möglich. Die vergeben wir jetzt mal auf einkommende Produktion. Ja, wir versuchen ja wirtschaftlich stark zu werden. Was dir so viel. Ja, mit denen haben wir noch ein ungünstiges Verhältnis, dass die so viel Armeen da stationiert haben. Ja, das hier ist Kleinarmenien,
hat eben mal kurz Jerusalem gehört und jetzt gehört Jerusalem zu Kleinarmenien. Ja, das habe ich so ein bisschen, die Eroberung des Kreuzfahrerstaates, da lief so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ja, ich eine Auseinandersetzung mit Kleinarmenien geplant habe. Das ist ja relativ übersichtlich und kann ja so gesehen auch relativ einfach eingenommen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steht nur aus 6 Provinzen. Und es, ja, es passt zu unserem, zur Orientierung Richtung Mittelmeer und Richtung Schwarzem Meer. Na, guck mal, jetzt was mal ganz drauf kriegen, unser Byzantinisches Reich. So sieht es jetzt aus. Wir haben uns ein bisschen nach Süden erweitert. Schauen wir mal. Ja, so sieht es jetzt aus. Ein Staat mehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das passiert, wenn man sich um seine Außenpolitik nicht richtig kümmert. Wir sehen hier, dass ich weiß nicht mehr, wer das ist. Moment, das müsste ich doch rauskriegen bei Diplomatie hier. Makuria. Uns gerade mit 1200 Soldaten angreift. 1323 Soldaten angreift. Ja, und wir sehen das jetzt mal aus der Perspektive, dass die über See kommen. Wir sehen es früh genug und können also rekrutieren. Da wir da eine Burg haben und einen Wachturm, was uns beides einen Defensivbonus gibt, reicht es eigentlich da, die ähnliche Zahl zu rekrutieren. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, der Angriff kommt. Wir haben 700 Ass verloren und er 1300. Das sind eben dann die Verteidigungsboni, ist der normale Verteidigungsbonus plus der Bonus von dem Turm. Der Wachturm liegt bei 4%, die Festung 20%. Ne? Ja, und jetzt kümmern wir uns mal um die Außenpolitik. Weil sowas, das brauche ich jetzt nicht mit den Stress. Ohne Forderung schicke ich jetzt mal das Friedensangebot ab. Die Anfrage wurde abgelehnt. Ja, das ist so eine Sache für sich. Diplomatie. Also können wir jetzt hier weiter mit Angriffen auf Athen rechnen, weil so arg variantenreich ist der Computergegner nicht. Das Einfachste in dem Fall ist tatsächlich einmarschieren, ein Land eine Provinz besetzen und dann Frieden machen. Das klappt am zuverlässigsten. Aber da kommen wir ja nicht ran. Da brauchen wir irgendwelche Durchmarschrechte, die wir nicht haben. Da unten sind die Ayyubiden und das sind die Abbasiden. Das war auch mal anders. Ach, die haben dieselbe Farm, die Abbasiden und die Ayyubiden. Ja, schwierig. Habe ich jetzt gerade keine Lösung für. Stört mich aber.
Ja, so groß sind die ja nicht, ne? Wenn man jetzt mal. Doch, 26 Provinzen. Sind gar nicht so klein. Wo sind die denn alle? Die wurden hier runter angezeigt. Das ist für uns aber noch unbekanntes Land. Mal gucken. Wir warten es trotzdem mal ab. Ja, da habe ich jetzt auch gerade keine Lösung für. Mittelfristig sehe ich jetzt mal zu, dass wir uns hier Kleinarmenien vorknöpfen oder Zypern. Sowas. Dass wir halt so kontinuierlich ein bisschen wachsen. Ist jetzt mal so meine Idee. Ja, gesagt, getan. 1259, Runde 402, habe ich mich entschlossen dazu oder vorbereitet dazu, Zypern anzugreifen. Hier haben wir 2000 Armeen in Antalya. Die bewegen wir jetzt oder bewegen wir zu. Achso, ich muss den Zyprioten erstmal den Krieg erklären. Krieg erklären. Und dann bewegen wir mal 1000 in die eine Provinz Zypern. Das ganze Königreich Zypern besteht aus zwei Provinzen. Die andere bewegen wir mal. Die andere in die Hauptstadt. Nikosia heißt die, ja. Nikosia. So, das Spiel ist auch nicht schlecht für den Erdkundeunterricht. Hier haben wir noch 527 aus Athen stehen, die wir mobilisiert hatten gegen den Angriff der. Makuria. Da müssen wir echt mal draus gucken, was draus wird. Und jetzt schauen wir mal, was aus der Zypern-Expedition wird. Ja, die wurde zurückgeschlagen. Rekrutieren hier nochmal 1502 von mir aus. Probieren wir das mal anders und rekrutieren. Oh, und greifen nur die eine Provinz an. Ach, die haben jetzt eine Flotte hier im Meer. Das heißt, kommt erstmal zu einer Seeschlacht. Da gibt es überhaupt keine Bonis. Also bis dato gibt es keine. Soweit habe ich das Spiel noch nie gespielt. Ob da noch irgendwelche auftauchen in der Neuzeit, weiß ich nicht. 130 Verlust. Und wir rekrutieren wir mal 600 in. Ja, in unserem freundlichen. Iskenderum.
Ja, und da sind wir auch schon drin. Die bewegen wir jetzt. Ne, die bewegen wir jetzt einfach nur mal auf die See. Also 600 davon. Warten noch eine Runde. Dann macht man kombinierenden Angriff. Wir kriegen es, wir erreichen es mit Bewegen, also innerhalb von einem Zug. Und dann denke ich, sollten wir Nikosia eingenommen haben. Ja, 400 Verteidiger. Hat geklappt. Und jetzt gehe ich mal hin. Und bewege hierhin 500 Armeen. Weil ich immer noch dieses ungelöste Problem habe mit, ja, mit diesem afrikanischen Staat. Und diese müssten eigentlich dieses Seegebiet überwachen, wie wir eben gesehen haben, durch die, es können keine zwei verfeindeten Flotten in einem Seegebiet sein. Also würde ein Angriff erstmal an dieser Flotte stehen bleiben. Wieso haben wir noch kein Friedensangebot? Ach, da brauchen wir noch eine Runde mehr für. Was uns vielleicht, also erstens den Gegner schwächt und zweitens vielleicht noch ein bisschen eine Runde Zeit, mehr Zeit gibt zu rekrutieren. Nur so eine Überlegung. Ja, Zypern möchte Frieden, wir auch. Jetzt bin ich aber gerade mal mehr, das müssen wir auch nochmal integrieren. Ach, das, die Integration läuft da noch. Okay. Aber hier können wir. Armeen auflösen. Um Kosten zu sparen. Ja, wir haben wieder unruhige Provinzen und die integrieren wir dann. So, speichern wir mal. Dann haben wir immer dieses hübsche Bild hier von unserem kleinen oströmischen Imperium, das so langsam vor sich hin wächst, aber sehr langsam halt. Weiß nicht, ob wir zu langsam sind. Ja, aber. Lange Kriege führen auch zu Kriegsmüdigkeit und so. Das hat auch Nachteile und ich kann das Land eben wirtschaftlich nicht entwickeln. Und in dem Stil hier, ja, fände ich das eigentlich ganz gut. Das ist irgendwie auch ein bisschen die sichere Nummer, glaube ich. Aber gucken wir mal, was damit ins Jahr 1453 schaffen.